Die Idylle hier ringsum beim Chiemsee Summer, die ist so schön, dass es manchmal fast richtig wehtut. Und das kann man auch über die Musik von KIZ sagen. Einer von den drei lustigen Vieren, wie sie sich manchmal nennen, ist hier bei mir. Hallo Maxim. Hallo, na, wie geht's dir? Danke deiner Nachfrage, mir geht's gut. Ja, sag mal, wie gefällt's dir hier im Luftkurort Übersee? Ist ja schon ein krasser Kontrast zu eurem Kreuzberger Biotop. Ja, aber ich hab's weniger weit zum Wasser von da, wo ich wohne in Berlin. Weil, da wohnst du wo? In Kreuzberg, Prinzenbad. Ah, Prinzenbad, Freibad. Ah, Schlesi, Dicker. Ich bin jetzt aufgestiegen, ich wohne 61 jetzt. Kreuzberg 61, so der Steuerberater-Anwaltsbezirk, sagt man. Genau, das ist Millionärskreuzberg, wo ich jetzt hingehöre. Ihr habt euch ja Uniformen ausgedacht jetzt für eure Auftritte mit dem neuen Album. So eine Fantasie-Uniformen in Schwarz mit Streifen. Ich finde, Uniformität macht immer was mit Menschen. Also einmal so ein bisschen Autorität und für dich selber und du wirkst auch irgendwie, macht alle gleich. Wie seht ihr das denn? Ich finde es erstmal sehr praktisch. Ich habe große Probleme in Sachen Mode, wie man vielleicht manchmal erkennen kann. Und man muss sich überlegen, was passt. Ich habe jetzt diese Flipflops zum Beispiel, dieses Blau der Sohle passt nicht so richtig zu dem, was ich sonst trage. Und wenn man eine Uniform hat, dann greift man in den Kleiderschrank und hat sofort was Passendes da. Und dann gibt es natürlich den Cheerleader-Effekt. Also was die Leute mal vergessen, dass keiner von KIZ wirklich gut aussieht. Aber mit diesen Uniformen haben wir diesen Cheerleader-Effekt, der uns ziemlich hot erscheinen lässt. Sehe ich gar nicht so kritisch wie du, ist ja eher so eine Festival-Uniform, die du auch trägst. Ja, also bin ich. Aber mir fehlt noch dieser Gafferband, diese Getränketüte mit dem Eistee mit Wodka drin. Der fehlt noch. Ist es so ein Item, dass du dir... Da sind sie. Ah, da sind sie, hier im Publikum. Ist auch Wodka drin. Ach, Weicheier. Was nur aus der Jugend geworden. Euer Album ist ja ziemlich wohlwollend aufgenommen worden von vielen Kulturteilen in Zeitungen und auch von anderen Kritikern. Da heißt es, Deutschrap ist endlich wieder politisch. Schreibt ihr euch sowas dann auch auf den Briefkopf? Nein, lieber nicht. Die Leute, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben uns nicht hingesetzt und haben gesagt, wir machen jetzt das politische Album schlechthin oder so. Wir wollten einfach nur Themensongs machen. Und ich glaube, wir haben immer irgendwelche politischen Anspielungen gehabt. Wir haben auch Songs gehabt, die relativ konkret politisch sind. Ich glaube, bei denen ist es jetzt gerade nur extrem Mode, mal wieder politisch zu sein und nicht über die neuesten Schuhe zu reden. Und vielleicht haben die deswegen das Gefühl, dass es so sei. Ja. Wir bei Puls haben ja auch eine Meinung über neues Album. Das ist ziemlich derbe, finden wir, aber das muss so. Wir haben dann mal 5 Thesen aufgestellt, die wir gepostet haben auf unserer Website. Warum? Und ich möchte eigentlich die nicht als Thesen, als Behauptungen stehen lassen. Ich mache jetzt einfach mal Fragen draus, wenn ich dich schon da habe. Ja, hau rein. These Nummer 1. Euer Album muss so, weil Deichkind hört keiner mehr zu. Die sind zwar auch sozialkritisch, aber es checkt keiner. Ich will jetzt überhaupt nichts Schlechtes über Deichkind sagen. Du willst mich jetzt verleiten zu einem miesen Rap-Beef. Wenn es angemessen ist, dann her damit. Das endet in Schießereien und du weißt, wie es dann ist. Ganze Viertel werden ausgestorben sein, wenn wir uns mit Deichkind jetzt anlegen. Also das geht nicht. Nein, Deichkind ist eine großartige Band. Vor allem eine großartige Liveband und... Nämlich ich gestern Major Lazer gesehen habe, die da irgendwelche Windows-Bildschirmschoner im Hintergrund auf ihren LEDs haben. Die sollten sich zum Beispiel meine Deichkind-Show angucken. Nichts Schlechtes über Deichkind. These Nummer 2. Man kann sich nicht immer nur berieseln lassen von Musik, man schaut sich ja ab und zu auch einen Horrorfilm an. Ich kann mir keine Horrorfilme angucken, die machen mir zu viel Angst. Ich komme damit nicht klar. Nee, ich kann zum Beispiel ohne Probleme bei einer OP zugucken, ich kann Leichenteile mir angucken, damit habe ich gar kein Problem, aber Horrorfilme, wenn es zu gruselig wird, das ist mir zu viel, habe ich keinen Bock drauf. Und was heißt, man kann sich nicht immer nur berieseln lassen? Manche Leute haben Bock, sich immer berieseln zu lassen. Die sollten sich vielleicht überlegen, warum sie dieses Bedürfnis haben, wovor sie da vielleicht flüchten oder so. Aber ich würde es denen jetzt nicht an sich vorwerfen. Berieseln mit eurer Musik, denkst du, das kriegt man hin? Das vielleicht, wenn man kein Deutsch spricht oder so, das geht. Okay, These Nummer 3. Warum euer Sound genauso sein muss, wie er ist. Es gibt ja auch literarische Vorbilder. American Psycho wollte, als es rauskam, ja auch keiner lesen. Krass, gewaltsames Buch. Aber jetzt wird's hinterher gefeiert wie nochmal was. Ja, was meinst du damit? Wenn wir tot sind, dann geht's richtig ab? Oder wie? Wir sind die Mozart des Deutschraps. Wenn du das so sagst? Ja, würde ich jetzt hier so sagen. Normale These. These-Frage Nummer 4. Weltuntergang ist halt gerade hip? Fragezeichen. Es kann sein, dass wir jetzt da so einen Trend angestoßen haben in Richtung Weltuntergang. Das weiß ich nicht. Ist mir noch nicht so aufgefallen. Das hat irgendjemand behauptet. Ich glaube, der Spiegel-Online-Redakteur.
hat das behauptet. Der Einzige, der uns nicht mag, was auch okay ist. Aber das ist ja ein Unterschied. Da ist ja Weltuntergang immer, oh mein Gott, die Zombies kommen und zum Glück ist der Präsident noch am Leben, der uns rettet oder die Armee und wie können wir jetzt den Staat wieder aufbauen, wie er vorher war. Und das Problem, diese Sorge teilen wir ja nicht mit den Leuten. Das ist schon ein kleiner Unterschied. These Nummer 5 hat so ein bisschen mit eurer Bühnenpersona zu tun, wie ihr wirkt, wenn ihr auftretet. Wir sagen, künstlerische Freiheit muss sein. Aggro kann man sein, aber gleichzeitig Humor mit einbauen und das wird dann am Ende zu Galgenhumor. Wie siehst du das? Ob man das darf oder was? Na, ich sag mal so, du wirkst auf mich jetzt nicht wie ein besonders aggressiver Typ, aber auf der Bühne geht's ja nochmal anders ab. Du kennst mich schlecht. Aber, ich bin auch schon so ein aggressiver Typ. Aber du gibst mir ja gar keinen Grund. Du bist ja ein prima Kerl, wie ich das jetzt hier so einschätzen kann. Kann ich nur zurückgeben. Ich bin teilweise sehr unausgeglichen und ich finde, eine Bühne ist ein richtiger Ort für sowas. Ich habe noch 5 kurze On-Tour-Sein-Fragen für euch vorbereitet, für dich in dem Fall. Du kannst schnell antworten, schnell nicht antworten, sag einfach Bescheid. Frage Nummer 1. Was muss auf Tour bei KIZ immer mit dabei sein? Silian. Es ist mal wichtig, dass Silian dabei ist und dass er nicht in Köln im Pascha schläft, während man Soundcheck macht, woanders. DJ Kraft. Ja. Frage Nummer 2. Was habt ihr auf Tour schon mal Wichtiges verloren oder vergessen? DJ Kraft in Köln im Pascha, während wir bei Casper Vorrufe gemacht haben und einen CD-Player hatten anstatt eines DJs und der CD-Player ist gesprungen und 9000 Leute fanden uns nicht so gut. Frage Nummer 3, wenn ihr an der Tanke anhaltet, was muss immer mit, was holt ihr euch? Bockwurst, eine Pfiff, eine Praline, Playboy ist scheiße, ich kaufe mir mal das teuerste Eis noch. Also seitdem wir 1 sind nur. Was ist euer Soundtrack, wenn ihr unterwegs seid? Was hört ihr euch so an? Das letzte Moneyboy-Mixtape, haben wir auf jeden Fall viel gepumpt. Das Dre-Album, Curtis Mayfield und die Kassierer natürlich. Letzte Frage bezüglich unterwegs sein. Wenn ihr unterwegs seid, was guckt ihr euch auf dem Laptop oder Tablet denn so an für Filme oder Serien? Ich habe leider keine runtergeladenen Pornos. Dadurch ist es immer schwer und das Dings unterwegs Internet ist nicht so gut. Eigentlich kaum was. Ich komme gar nicht dazu, weil irgendein besoffener Penner dazwischen kommt und mir aufs Laptop haut oder so. Deswegen kiffe ich mir meist die Birne zu und versuche zu schlafen. Oder guckst ein bisschen aus dem Fenster. Ja. Oder spiel Schach mit unserem Tonmann. Oh. Ist auch gut. Könnt ihr was am Brett? Am Schachbrett? Ich bin anscheinend ein Naturtalent. Maxim, danke fürs Kommen. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das war toll. Und viel Spaß. Mein Dank an dieses großartige Publikum. Danke.